Und wir überprüfen mal, wie gut ich eigentlich Oldschool so kann. Ich lerne Freestyle-Maus. War der erste in ihrem Leben. Das ja! Hallo. Hallo. Freestyle-Bucht. Ich bin mit meinem 10er Evo heute, ganz unüblich, in der Freestyle-Bucht. Ist eigentlich nicht erlaubt. Und wir dachten uns, heute filmen wir mal wieder ein kleines Video. Und zwar nimmt Max gleich die Kamera und sagt mir ein paar Oldschool-Sachen. Und wir überprüfen mal, wie gut ich eigentlich Oldschool so kann. Ich lerne Freestyle-Maus. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass ihr Oldschool eigentlich alle ganz gerne mögt. Deswegen, wir probieren einfach mal und ich guck mal, was sich umsetzen lässt. Das kriegen wir schon hin. Ein paar Sachen können wir schon hinbekommen. Hast du Bock? Ja. Wollen wir mal sehen, ob wir den Evo SLS nicht umsonst gekauft haben. Bisher hat Paule illegalerweise fast ausschließlich drauf gefreestylt. Müssen wir mal gucken, ob da auch ein paar Oldschool-Sachen gehen. Der erste Trick für Paule ist ein Darkslide. Ja, doch, machen wir erstmal nur Darkslide, was einfach ist. Hey, let's go! Evo kann manchmal ganz schön brutal sein, wenn man zu wenig zieht. Aber war okay? Zählt? Zählt. Jetzt kommt ein Darkslide mit Backhole hinten dran. Mal was Neues für die Paule. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Noch nicht mal probiert. Vor allem, wenn jetzt dieser Loop so hart zieht, dann mache ich nur eine Backhole. Backhole ist Hilfe da hinten. Übertreib. Ist einfach. Einfach nur ziehen lassen in die Richtung, in die man eh schon fällt beim Darkslide. Okay, ich probier's. Ich glaube, das wird ein richtiges Zerlederbuch, Alter. Richtiges U-Boot, ey. Okay, sie hat sich eine zweite Chance verdient, würde ich mal sagen. Für den Versuch immerhin. Das war der erste in ihrem Leben. Dafür war okay. Stabil, würde ich mal sagen. Das ist eine Lernkurve, oder? Ja, geil. So schnell lernt man einen neuen Trick. Also ich muss schon sagen, man braucht viel Technik. Das ist schwierig, aber es geht schon. Also ein Händepass wäre einfacher. Okay, was kommt als nächstes? So, jetzt machen wir natürlich den weltbekannten Moonslide. Sag mal, kannst du mir mal ein paar Sachen erstmal sagen, die ich kann? Digga, das ist doch oldschool. Das kann man alles. Man weiß es nur noch nicht. Okay, komm, machen wir erstmal was Leichtes. Dann machen wir erstmal Handrack Backroll. Da sind wir jetzt einmal wirklich gespannt, was da geht, ey. Na, ob der zählt. Ey, gibt's den auch nochmal einen schönen? Kann der nicht schön? Nee. Soll ich nochmal schön machen? Ja, länger sliden. Schön wäre, wenn die Hand jetzt noch im Wasser wäre. Naja, die Hand ist jetzt noch nicht im Wasser gewesen, aber was soll's. Der Wind zählt. Ah, okay, oder? Können wir
finde gut, dass du deine Hände nicht nass machst. Vollstehe, ich kann gar nicht kontrollieren, wie weit ich rauskomme dabei. Jetzt kommt der Lieblingstrick von mir. Gibt nichts Schöneres als einen richtig, richtig abartigen One-Footer. Das mach ich. Wenn man sagen muss, Paula hat ihn wenigstens einigermaßen schön gemacht. Ja! Na, was sagst du dazu? War der gut? Ja, ein sehr schöner Trick. Ich liebe ihn. Ich kann ihn sogar, dass ich den Fuß nach hinten rausstrecke und dann nach vorne wieder nach hinten und rein. Glaube ich. Habe ich mal gemacht. Soll ich mal probieren? Mach. Ich guck dich hin, okay? Du bist nicht meine Freundin. Mach jetzt mit den Handlebars. Probier mal. Was ist schlimmer als ein One-Footer, drei One-Footer? Get to it, let's move it. Gotta put it work, show me. Naja, vielleicht ein bisschen zu viel versprochen. Aber der Wind ist auch gerade ein bisschen gedroppt. Also sagt mir mal was anderes, wir heben uns das für später noch auf. Ich zeige euch das noch. Okay, dann jetzt mal Board off, dann später mal Board on. Wenn das bei so wenig Wind besser geht. Na gut, ich probier's. Geplant. So, was soll man dazu noch sagen? Das Rad war wahrscheinlich das most ugly Board-off überhaupt, aber es war aus und wieder an. Also per Definition Board-off on. Jetzt kommt der sagenumwobene Moveslide. Ob das Tail oder die Nose ins Wasser? Beim Darkside ist die Nose. Beim Darkside ist es doch die Nose. Nee. Nein? Das ist Tail. Ach ja, stimmt, ich war ja noch da. Die Nose! Und dabei mache ich dieselbe Bewegung wie beim Darkside. Nee, du ziehst das andere Bein an. Ja, komm, halt. Ja. Okay. Das ist eigentlich die Darkside nur, dass die Nose statt dem Tail das Wasser entlang geschneit ist. Ja gut, also ich glaube den Trick, den muss ich wieder mal anschauen. Aber ich habe tatsächlich nicht mal den Trick vor Augen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es aussehen soll. Max leitet da immer irgendwelche Sachen zu mir wie Nose ins Wasser, Hand ins Wasser, kein Lupen, Backroll. Das ist alles ein bisschen zu viel. Hast du noch einen anderen Trick, den ich machen kann? Eine schöne Frontroll. Mit Grab. Mit Grab. Oh, diese ganzen Rolls, die sind auch nicht so mein Ding. Oh. Eingehakte Rolls. Okay, ich probier mal. Grab war's, aber Frontroll, naja. Invertiert auch nicht. Invertiert hast du nicht gesagt. Ja, stimmt. Das hab ich nur gedacht. Also wenn ihr schöne Sachen sehen wollt, dann müsst ihr mal nach Atomtricks angucken. Ich kann nämlich einen richtig coolen Hop. Der so mit Grab, weißt du? Ja, weiß ich. Ich bin wieder da. Ich bin wieder zurück im Auto. Ein bisschen fröstelig. Der Wind hat irgendwie plötzlich mega angezogen und ich war echt ganz schön sehr gut gepowert mit dem Zehner. Und dann hat Max gesagt, er würde auch gerne nochmal mit dem Zehner raus. Deswegen haben wir dann quasi getauscht und ich bin vom Wasser gegangen. Ich bin sowieso mega durch. Also wir waren jetzt bestimmt, wie spät ist es? Es ist 8 jetzt. Wann sind wir hier angekommen? Vielleicht 5? Also 3 Stunden war ich locker auf dem Wasser.
Also reicht mir auch vollkommen. Ja, die Idee war tatsächlich relativ spontan mit dem Oldschool-Challenge, sage ich jetzt mal. Wir haben das Beste draus gemacht. Vielleicht gibt es ja dann einfach einen Teil 2, wo dann noch ein paar mehr Oldschool-Tricks kommen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt das unten gerne in die Kommentare. Es waren auch einige Sachen dabei, die ich noch nie vorher gemacht habe. Danke euch auf jeden Fall sehr doll fürs Schauen. Mir hat so Spaß gemacht, mal wieder einen Vlog zu filmen. Also da kommt, glaube ich, auch noch mehr von diesem Sommer. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr sehr, sehr gerne, wie immer, hier mein letztes Video schauen und hier ein Follow dalassen. Freue ich mich sehr, sehr drüber. Danke euch fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.